So, und damit herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play Assassin's Creed. Wir sind mittlerweile in Sequenz 6 angelangt. Das hat man, glaube ich, nicht mehr gesehen. Wir haben, glaube ich, Sequenz 5 beendet. Dann kam der Ladebildschirm und wir wurden nicht in die Gegenwart geholt. Das heißt, wir sind relativ entspannt hier geblieben. Hat sich einfach noch ein bisschen... Hat sich einfach noch ein bisschen weiterentwickelt von der Zeit her. Ansonsten ist da nichts passiert. Ihr habt also nichts verpasst. Oh, eine Muskatnuss. Sehr gut. Jetzt kann ich lecker einen Kartoffelbrei machen. Das Geld können wir eigentlich auch gleich abholen, wenn wir schon mal hier einen Bankier haben. So, Geld abheben. So, wie viel haben wir jetzt? 14.000. Damit können wir grundsätzlich schon mal was anfangen. Dann machen wir gleich noch einen kleinen Abschnitt zum Schmied. Sehr schön, dass es hier übrigens gleich alles an diesem Spawnpunkt ist. Reparieren natürlich alles bitte. So, das ist ja nicht so teuer. So, und jetzt schauen wir mal, was sich bei den Waffen getan hat. Ah, papa, papa, papa. Irgendwas dabei. Oh, ein Spatalunga. Den Geschäftsauftrag beenden, um den Gegenstand freizuschalten. Welchen denn? Welchen Geschäftsauftrag? Weiß ich gar nicht. Puh, hätte ich gerne. Sieht mir sehr gut aus. Aber welchen Geschäftsauftrag muss ich denn da beenden? Geschäftsaufträge? Diesen Geschäftsauftrag beenden, um den... Ach so, alles klar. Da muss ich so Sachen sammeln. Aber was denn jetzt? Das hier. Und zwar Münzen von Vlad dem Fehler. Wo kriege ich die her? Vlad der Fehler war ja Graf Dracula. Der eine oder andere wird's wissen. Vlad der Fehler, also in seinem Leben, bevor er zum Vampir angeblich geworden ist. So, na gut, dann gucken wir mal, was wir hier noch an Rüstung haben. Ein bisschen aufmöbeln geht schon mal. Wie teuer ist das denn hier? 5.000, 7.000, können wir uns eigentlich beides holen, oder? Ja, komm, machen wir auch mal. Sehr gut. Ich weiß natürlich nicht, ob wir das an dieser Spezialrüstung sehen, die wir haben. Vielleicht sollten wir auch einfach mal unsere Kluft wechseln. Bis nächstes Mal. Arrivederci, Messere. Ja, arrivederci. So. Was machen wir als nächstes? Ja, gut, ich hab mir vorhin schon mal Gedanken gemacht, ich wollte ja eigentlich nochmal in die Gegenwart reisen. Wir haben eine Sequenz beendet, will nur mal gucken, was sich da getan hat. Wir haben ja hier Animus verlassen, das ist ein rotes Fragezeichen, könnte ja durchaus sein, dass wir jetzt zusätzliche Informationen erhalten. Dann probieren wir das einfach mal aus. So, ja, okay, die Rüstungsgegenstände sehen wir hier natürlich nicht. Ist ein bisschen schade. Werden wohl die Assassinenkluft dann doch anlegen. Weil das hier bringt uns ja auch nicht. Also optisch, es verändert sich nicht, wenn wir uns weiterentwickeln, was schon mal ziemlich schade ist. Aber nachvollziehbar, weil das ist wahrscheinlich eine DLC-Rüstung. Und auf der anderen Seite... Wozu, ne? So, ein bisschen gerädert stehen wir. Nicht zu schnell aufstehen. Ja, hatte ich auch nicht vor. So, na gucken wir mal, was wir als zusätzliche Information hier mitnehmen können. Was geschah mit Katharina Sforza? Sie ging nach Florenz und bat erfolglos um die Übergabe ihrer Ländereien. Sie starb in Armut. Ah, traurig. So ist das Leben. Oder der Tod, aber ihr versteht mich schon. Moment. Treffen wir je die Chefassassinen? Ich hörte von einem Treffpunkt, als ich jünger war. Scheinbar gibt es ihn, obwohl ich nicht sicher bin. War es auch nie. Du siehst ihn, wenn wir den Apfel haben. Ja, ich habe die allerhöchsten Erwartungen. Eine private Espresso-Bar zum Beispiel. Reine Geldverschwendung. Du bist schon mal kein Espresso-Trinker. Du weißt, wie gerne ich über sowas rede, Desmond, ja, aber ich habe zu tun. Gibt's irgendwas zu essen hier? Wer nicht arbeitet, isst nicht. Ein Scherz. Du weißt, dass das Spaß war? Genau. Lächeln und nicken.
Da gibt es einen Freiwilligen. Der war es wert. Okay. Ich sag mal so, lachen tue ich später. Keine Zeit zum Reden. Natürlich nicht. So, wo ist die andere? Hier. Was ist mit dem Strom? Im Moment geht's, aber die Leitungen sind aus der Steinzeit. Verdammtes dritte Weltland. Sprichst du von Italien? Nein, Europa ganz allgemein. Wusste nicht, dass England ein dritte Weltland ist. England ist nicht Europa, Rebecca. Wir tolerieren Europa, weißt du? So wie man Herpes toleriert. Toll. Sehr charmant. Wie konntest du eine Kopie des Animus bauen? Ach, weißt du, Lucy hat mir Pläne geschickt. Ich dachte, sie konnte da nichts rausschmuggeln. Sie hatte ihre Mittel. Der Rest ist improvisiert. Ha. Bin beschäftigt. Okay, also haben wir hier jetzt mit... Oh, lecker. Fleischfresser! Heuchlerin! Wusstest du, dass Pflanzen Chemikalien abgeben, um Raubinsekten anzulocken? Klingt ziemlich animalisch für mich. Du weißt mehr, als gut für dich wäre. Das sagt mein Pfarrer auch immer. Ah, ja. Die ist also Vegetarierin, Schrägstrich wahrscheinlich Veganerin. Das erklärt auch das Outfit, würde ich mal sagen. Gelungen ist anders und Tipp schon gar nicht. So. Dann checken wir noch kurz die E-Mails und dann geht's wieder zurück. War doch relativ unspektakulär bisher. Ja, bin ich mal gespannt, ob wir dann noch irgendwas Sinnvolles haben. Eigentlich nicht. Was war denn der letzte Tag auf dem Plan? Nee. Gut, war nix. Sehr schön. Lassen wir es einfach. Halt. Nein. Das ist halt das Problem, wenn man beliebige Taste drücken muss. So, jetzt wieder zurück alles in den bereit. Animus. Hat sich ja fast gar nicht gelohnt. Nee, hat sich eigentlich gar nicht gelohnt, wenn ich mir das so recht überlege. So. Jetzt können wir aber schon mal drüber nachdenken, was wir tun müssen, um unser Outfit zu wechseln. Ging das im Startmenü? Ich weiß es nicht. Sicher bin ich mir da nicht. Na gut. Checken wir das mal. Also wir wollen die Ausrüstung wechseln. Ich könnte durchaus im Inventar passieren. Monturen. So. Ach, nee. Nee. Gut. Wir nehmen unseren schlichten Umhang. Anziehen. Akzeptieren. Und jetzt hoffe ich doch, dass wir... Also nicht nur den Umhang, den er jetzt hier rübergezogen hat, sondern auch generell die Montur sich angepasst hat. Ich bin gespannt. Nicht unbedingt wie ein Bogen, aber doch zumindest in freudiger Erwartung. Ganz toll. Okay. Sehr, sehr schön. Hätte man sich fast sparen können, hä? Und? Ja, nichtsdestotrotz, ich gehe wieder rein. Ja, klar. So, Altair-Rüstung. Nee, will ich ja nicht. Und Altair-Rüstung? Nee. Und Drachenrüstung. Wieso habe ich denn das nur zur Verfügung? Ah, ich verstehe es nicht. Müsste ich nicht noch eine Standardrüstung zur Verfügung haben? Was soll das denn? Aber na gut. So sei es drum. Dann konzentrieren wir uns halt jetzt auf unsere Aufgabe. Sind ja immerhin schon 10 Minuten ins Land gegangen. Ohne jetzt tatsächlich irgendwas Spezielles gemacht zu haben. Dann holen wir das jetzt nach. So 500 Meter. Oh. Bleib hier, du Lude. Sehr gut. Ups. Ach komm, bitte. Bitte, das war jetzt auch eher Zufall, dass er jetzt darunter ist. Oh,
ein bisschen unglücklich, dass da jetzt auch kein Wasser war. Aber mir jetzt daran pauschal die Schuld zu geben? Ich habe einen Taschendieb erwischt. WTF, was wollt ihr denn noch? Okay. Müssen wir mal gucken jetzt. Da habe ich natürlich auch ein volles Fandungslevel. Ja. Ja. Jetzt muss ich natürlich zusehen, was ich hier mache. Am besten konzentriere ich mich nebenbei ein bisschen mit auf die... Moment. Was ist das denn hier? Das ist doch ein... Muss ich den eliminieren? So, minus 75%. Ah, erst rein. Ah, so schnell kann es gehen. So, dann kann ich mir tatsächlich auch die Zeit nehmen, zu gucken, was wir hier haben. Hier haben wir... Ah, das ist dieses Künstlerviertel. Ach komm, ja, können wir schon mal machen. Passiert ja sowieso erstmal eine ganze Zeit lang nichts. Was? Markieren? Steht unter Einfluss des Borgia-Turms. Ah, ja. Okay. Ah, das steht aber schon auch ein Stück weit weg, ne? Aber na gut. Was ist denn? Warum suchen die mich denn die ganze Zeit? Achso, die haben die Leiche gesehen. Ja gut, da war ich jetzt nicht so weit weg. Das gebe ich zu. So, was machen wir? Wir haben jetzt hier so eine Templeraufgabe. Wir haben das Ausrufezeichen und... Was ist das andere denn? Ein Animus-Logo? Was ist das denn? Ach komm, finden wir einfach heraus, was das ist. Lassen wir uns mal überraschen. War das euer Stand? Sie! Alles wurde zerstört! Wer war das? Donato Mancini. Ich trat beim Rennen gegen sein Pferd an und machte den Fehler zu gewinnen. Ihr dagegen, die ganze Stadt redet von euch, wie ihr gegen Borgias Männer kämpft. Donato will sich alleine mit mir treffen. Ich fürchte, er will mich umbringen. Ja, eingeschleuster Teilnehmer. Donato Mancini betreibt Rennen im Soko Massimo. Er muss aufgespürt und eliminiert werden. Wo kann ich ihn finden? Grazie a Dio. Er erwartet mich am Circus Maximus. Dort werden die Rennen ausgetragen. Okilidokili. Müssen wir da jetzt zusammen hin oder kann ich da alleine hin? Ah, da kann ich alleine hin. Sehr gut. Und dann kann ich irgendwie auch tatsächlich nochmal einen Abstecher über den Taubenschlag nehmen. Weil da mache ich jetzt den Borgia-Turm noch nicht. Dann schicke ich erstmal unsere Azubis los, nochmal ein bisschen Kaffee holen zu gehen. Okay. Auch schön. Auch schön. Alles erfolgreich. Stufenanstieg haben wir auch. Ach, ist das schön. Sehr schön. So, unsere Assassinen. Zwei haben es verdient, dass wir sie aufrüsten. Und die kriegen natürlich, wir haben ja gesagt, wenn wir die Hälfte voll haben, gibt es Waffen. Also die Hälfte an Rüstung voll heißt immer dann, dass wir mit der Waffe nachziehen. So, das haben wir. Mensch. Sehr schön. Oder machen wir den Turm. Da könnte ich nämlich durchaus die Assassinen gebrauchen. Obwohl, das kriege ich, glaube ich, auch ohnehin. Da haben wir jetzt selber nochmal die Rüstung aufpoliert. So, dann schauen wir mal. Ja. Suchen wir uns mal einen raus. Bei dem sind es auch 188. Ist mir ein bisschen wenig. Weil ich möchte am liebsten ja gar keinen verlieren von meinen Assassinen-Kollegen. So, und hier können wir auch gleich mehrere losschicken. 18. Mal gucken. Ah, jeweils erhöht sich nur um 18. Nee, das lassen wir mal lieber. So, schauen wir mal, was wir in Barcelona haben. Das sind sehr, sehr schwierige Aufträge. Hier haben wir noch was. Einen Kaufmann angreifen. Das klingt nach Billo-Arbeit. Das können wir machen. Mission starten. Was haben wir hier? Das ist auch alles noch ein bisschen schwer. So ein... Vielleicht so eine Dreieraufgabe? Mal gucken. Das müsste doch eigentlich fast 89%. Nee. Dem werden wir tatsächlich nochmal eine richtige Billo-Aufgabe geben müssen. Es tut mir ein bisschen leid drum, aber er hat halt noch nicht so viel gelernt. Der Gute.
So, Mission starten, ja. Und Erfolgsaussichten 100%, danach strebe ich dann doch schon. Wie gesagt, mindestens, was hatten wir gesagt? 95% ist immer noch, also 5% ist ein überschaubares Risiko. Das lasse ich zu, alles andere eher nicht. So, dann gucken wir mal, was wir hier noch haben. 3 wird schon ein bisschen zu heftig sein. Ich habe ja nur noch einen Assassinen, der kriegt dann hier. Soll noch so mal so eine Billo-Aufgabe. Ich weiß, das könnte ihn durchaus unterfordern, aber sicher ist halt sicher, ne? So. Dann fliege mal los.